Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 hier auf meinem Kanal. Ihr habt es bereits im Titel gelesen und zwar habe ich alle Autos von der Legendary Motorsport Seite aufgekauft und das Ganze werde ich euch mal heute zeigen. Dazu müssen wir mal in mein Büro fahren, denn dort habe ich die teuersten Autos schon mal gelagert. Warum ich mir es gekauft habe, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich mit meinem Geld machen sollte, deshalb irgendwo muss es ja hin, ne? Ich habe eh noch genug. Ich weiß gar nicht, was ich mit den restlichen 4,36 Milliarden machen soll. Aber deswegen habe ich mir, ja, die ganzen leerstehenden Garagen sahen irgendwie ein bisschen kacke aus, deswegen habe ich mir mal hier die Garagen etwas gefüllt. Da sind wir auch schon beim Maze Bank Tower angekommen. Ich muss mal in die Firmengarage 1. Dort fangen wir am besten an. Denn dort steht alles voll bis auf die Firmengarage 1. Dort ist noch etwas Platz. Halte ich mir noch Platz für Autos, die ich eventuell öfters fahren werde. Ich habe nie und nimmer alle von diesen Autos gefahren. Die habe ich mir einfach nur zur Deko hingestellt. Und da sind wir auch schon. Die sind alle getuned. Also wirklich alle, hier zumindest im Maze Bank Tower. Da fangen wir einmal unten an. Da haben wir ein paar, die ich am meisten fahre eigentlich, aber jetzt auch nicht so oft. Die sind hier alle von der Legendary Motorsport Seite. Es gibt auch manche, die ich nicht von der Legendary Motorsport Seite gekauft habe, aber die habe ich nicht in der Firmengarage hier untergebracht, sondern auch von das in anderen Apartments. Das hier ist eigentlich das Auto, was ich am meisten fahre, das mir vom Innenraum und vom Design her am besten gefällt. Das ist der Novak von Lampadati oder wie sie ihn genannt hat. Ja, keine Ahnung, am Anfang ein paar Mal gefahren, jetzt gefühlt nicht mehr so. Das Auto finde ich an sich auch nice. Den hier, den habe ich irgendwie schon immer gefühlt, obwohl mir der Innenraum davon jetzt nicht wirklich so zusagt, weil es doch ziemlich standardmäßig ist. Aber vom Design her finde ich den auf jeden Fall schon echt nice. Hier habe ich zweimal die Motorräder. Die ist ja von Legendary Motorsport und der Oppressor glaube ich nicht. Dann haben wir hier dieses Auto, das bin ich aber auch nur einmal gefahren und das kurz. Ich habe schon mal gesehen, dass es irgendwie fliegen kann, glaube ich. Probiert habe ich es noch nicht, aber okay. Vielleicht mache ich das noch irgendwann mal. Hier steht noch der Oppressor 2 und das fliegende Auto. Das ist an sich schon nice. Normalerweise stand dort hinten immer noch die Patrioten-Limousine. Die habe ich aber in meinem Penthouse verfrachtet, weil ich die hier im Büro eigentlich so gut wie überhaupt nicht gebraucht habe. Und damit wären wir schon bei der Firmengarage 1 durch. Da gehen wir auch schon zu 2. Ich habe mir hier alle drei aufgekauft, weil ich dachte, irgendwann habe ich sie eh alle. Von daher kann ich sie auch gleich immer alles kaufen, wenn ich mir was kaufe. Hier haben wir eher die ganzen Supersportwagen von ganz oben. Und immer wenn ein Fahrzeug dazu kommt, kaufe ich es mir auch. Das habe ich mir einfach gekauft, weil es für Milliardäre ist, so wie es beschrieben wird, und es echt geil gepanzert. Aber wenn man in First Person ist, ich kann mal hier kurz einsteigen, damit kann man echt nicht fahren, wenn man in First Person ist. Da sieht man rein nix. Vom Innenraum ist auf jeden Fall mal was Neues, aber nee. So kann man auf jeden Fall nicht in First Person fahren. Die Autos fahre ich jetzt auch hier wirklich eigentlich fast nie. Und die Aussicht ist auch jetzt nicht die krasseste. Also dafür, dass ich hier schon ordentlich Geld hingeblättert habe. Hier haben wir alle noch, ich habe meine ganzen Fahrzeuge in weiß gemacht. Oder halt in diesem standardmäßigen, was es halt da halt gab. Und ich habe hier wirklich alles getuned. Also ich habe hier eine Tuning-Werkstatt in meinem Büro und da habe ich wirklich alles aufgetuned. Das heißt Schutz, Turbo etc. Also da ist einfach alles drauf. Auch wenn ich die fast nie fahre, aber ja, irgendwo muss das Geld ja hin, sage ich mal. Das Auto finde ich an sich schon geil, aber mich nervt es halt richtig. Was haben die denn mit die? Das sieht so aus, als wäre dieses
ganze Auto zu schwer für die Reifen und deswegen sind die halt so ein bisschen nach außen. Das ist an sich ein geiles Auto, aber diese Reifen machen da schon etwas kaputt, weil der Innenraum jetzt auch eigentlich sehr nice aussieht, aber diese Reifen machen halt schon was kaputt. Also ich weiß nicht, warum die das halt gemacht haben. Die Autos hier fahre ich eigentlich so gut wie nie, kann man sagen. Habe ich mir halt einfach nur gekauft, damit die Garagen voll sind. Kommen wir zur Firmengarage 3. Da habe ich auch noch ein paar Fahrzeuge stehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Fahrzeuge es gibt. Zum Beispiel hier stehen die ganzen ja, Rennwagen. Und das hier ist, glaube ich, der neueste vom Cayo Perico heißt, wenn ich mich nicht irre. Der ist zwar schon super schnell, aber ich finde den jetzt nicht wirklich so krass, dass ich ihn jetzt dauernd fahre. Ich habe ein paar Mal gefahren. Und das wäre es dann auch. Die ganzen. Lo, hä? Wieso habe ich hier noch einen Kompressor stehen? Okay. Das ist mir gerade neu. Aber gut, doppelt hält besser, ne? Den kann ich vielleicht auch mal verlagern, weil ich zwei hier nicht brauche. Hier haben wir halt die ganzen Rennwagen. Unten haben wir halt die ganzen Formel 1 Fahrzeuge. Hier haben wir noch ein paar Supersportwagen und halt, hier ist es eigentlich die Garage für die ganzen Rennwagen, die ich ehrlich gesagt nie fahre. Und hier ist das hässlichste Auto laut Paluten. Ich finde es vom Design her echt mal was anderes und daher auch voll geil. Ich weiß nicht, was der hat. Komm, lass 1 gegen 1 ohne Spucken und ohne Treten in GTA, dann regeln wir das. Aber ansonsten wäre es das auch hier von meinen drei Firmengaragen gewesen. Das sind natürlich nicht alle. Wenn wir mal auf die Motorsports Legendary Seite gehen, hier sind ja richtig viele. Hier ist mein. Nee, ist es der? Nee, das ist nicht der. Den habe ich mir aber auch gekauft. Der ist auch nice. Hier sind natürlich noch viel mehr. Die habe ich logischerweise. Die kann ich ja alle gar nicht unterbringen. Die ganzen Motorräder von der Seite habe ich mir zum Beispiel in mein Motorradclubhaus alle, weil ich dort eh nur Motorräder unterbringen kann, alle gelagert, weil Motorräder fahre ich eigentlich gefühlt nie. Wirklich nie. Ich weiß nicht, was Leute an Motorrädern so geil finden, aber ich fahre sie halt wirklich nie. Wir können mal kurz in mein Auto springen und dann muss ich mal schauen. Ich glaube, in meinen Design Apartments. Dort habe ich die ganzen restlichen Autos gelagert. Weil leider kann ich hier nur drei Firmengaragen haben. Das wäre auch mal schön, wenn die das hier updaten würden. Die werden sich eh denken, wozu braucht man so viele? In den ganzen Häusern oder ja, ich habe mir ein paar Häuser noch gekauft. Da sind auch alle noch alle Garagen voll. Da habe ich mir auch, glaube ich, noch ein paar von Zeus Andreas gekauft, wie es ausgesprochen wird. Einfach nur, damit die Garage nicht komplett leer und einfach nach nichts aussehen. Und ich habe jetzt eigentlich so gut wie, ich glaube, ich habe sogar schon jede Immobilie gekauft. Und zwar weiß ich einfach nicht, was ich mit meinem Geld machen soll. Es wäre schön, wenn man ein paar Immobilien mehr kaufen könnte, weil man eben nur einen Nachtclub und eine Spielehalle besitzen kann. Bei denen habe ich auch schon alles ausgerüstet. Und deshalb würde sagen, wir parken mal das Auto hier fix ab. Ich weiß eben nicht, ob hier die Garagen alle voll sind. Und dann könnten wir mal. Ach nee. Obwohl doch, das waren ja die Garagen von daher. Das hier ist, glaube ich, noch die Standardgarage. Da habe ich. Das waren meine allerersten Fahrzeuge, die ich hatte. Das war ja auch mein erstes Apartment, was ich mir jemals gekauft habe. Und hier stehen halt so richtig Standardfahrzeuge. Die habe ich mir auch überhaupt nicht alle gekauft. Das hier war zum Beispiel mein erstes gewonnenes Auto aus dem, ja, Casino. Das ist echt nice. Also habe ich in letzter Zeit gar nicht gefahren, aber es ist echt geil. Das muss man sagen. Und das ist halt dieser 240.000 Euro Supersportwagen. Oder nur Sportwagen. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Könnt ihr gerne mal in der GTA Online Playlist nachschauen, wenn ihr das sehen wollt. Dann kommen wir zur. Ich habe hier noch drei andere Penthouses gekauft. Eben nur für die Garagen, weil Garagen allein einfach dumm zu kaufen sind. Hier steht sogar noch ein Formel-1-Wagen. Okay. Ist das dasselbe Auto, was ich. Nee, ich glaube, das ist ein anderes. Hier habe ich noch. Okay.
Der Wagen sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Sollte ich vielleicht öfters mal fahren? Hier habe ich halt zum Beispiel vom Cayo Perico heißt. Die ganzen Fahrzeuge stehen. Aber es sind auch verschiedene. Also hier haben wir halt. So, hier fehlt sogar ein Auto. Da hätte ich sogar parken können. Dieses Modell fühle ich einfach überhaupt nicht. Das sieht vom Design her optisch von vorne schon ein bisschen. Die Motorhaube ist mir einfach viel zu lang. Also mal ganz ohne Witz, wer fährt denn sowas? Ich sehe nie jemanden, zum Beispiel mit den ganzen Autos, die hier stehen, da fährt. Niemand fährt diese Autos. Ich sehe wirklich niemanden, der mit solchen Autos hier rumfährt, aber die sehen auch jetzt nicht wirklich so krass aus, muss man ehrlich gesagt sagen. Und ich habe auch noch weitere Autos in meinen ganzen Häusern hier stehen. Aber da sind jetzt halt nur noch die Autos, die jetzt nicht wirklich interessant sind, weil es halt diese Low-Budget in Anführungszeichen von Legendary Motorsport-Seite sind. Und ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie viele Autos habt ihr aktuell in GTA 5 und wie viele Häuser oder Garagen habt ihr, wo ihr eure ganzen Autos unterstellt. Weil manche verkaufen sogar ihre Autos für Updates. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Geld machen soll. Also würde mich mal echt interessieren, wie viele Autos ihr habt. Ich habe einfach so viele Autos, die fahre ich alle gar nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, positive Bewertung da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren für kein weiteres Video verpassen. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.